einzutreten, da irgendwie so ein Grußwort loszulassen oder so, irgendwelche Forderungen zu formulieren. Das können wir uns natürlich nicht gefallen lassen. Wir müssen akzeptieren, dass sie im Bundestag sitzen, aber wir müssen uns jetzt nicht gefallen lassen, dass sie irgendwie sich irgendwo einmischen, dass sie ihr rechtes Gedankengut als normal verkaufen. Jetzt hat sich hier so ein AfD-Abgeordneter angekündigt. Und, der meinte, er ist jetzt irgendwie Vorsitzender des Kulturausschusses. Keine Ahnung. Das kann ja wirklich passieren. Die müssen ja jetzt irgendwelchen Ausschüssen vorsitzen. Ja, es kann passieren. Also sagen wir, es ist eine Simulation, aber... Es ist nah dran an der Realität. Könnte passieren. Was machen wir jetzt? Wir können jetzt nicht verprügeln, so dass wir haben gesagt, keine Gewalt gegen Menschen. Was wir machen können, ist eine Sitzblockade. Deswegen würde ich euch bitten... Dieses ist der Aufgang, er kann den nur es hier zu verteidigen hoch. Er kann gilt. Nur hier die Treppe hoch. Wir müssen hier alle Zugänge jetzt dicht machen. Kommt nach vorne, besetzt hier die... Kommt, helft mit. Kommt mit hier. Je mehr Leute wir sind, desto besser, desto sicherer. Also auch eine sehr effektive Form der Sitzblockade nehmen. Wir müssen da mal unten so einen Kreis machen, ist sich so unterzuhaken. Dann kann man noch so schlechter... Genau. Dass er hier kein Fußbreit... Wenn er kommt, ihr werdet sehen, hat's geklopft. Oh Mann. Ja, kannst du nicht. So, welcher Spruch würde jetzt gut passen? Jawohl, du die Antifaschisti! Großartig, das war schon mal ein, also ich würde sagen, das ist schon ein Zertifikat bei unserem Workshop fast wert. Ihr habt wirklich ganze Arbeit geleistet, der hat es nicht geschafft. Oh, du. Ja, ich würde sagen, das ist ein fetter Applaus wert hier für unsere Sitzblockade, oder?